Es gibt einen neuen X-Ray T4. Und wie ich das jetzt in letzter Zeit so gerne mache, stelle ich euch den auch vor. Ich habe euch ja schon den neuen XP4, XP2 vorgestellt anhand der Internetseite von X-Ray. Da jetzt natürlich noch kein Modell live zur Verfügung steht. Und ich möchte euch auch meine Meinung zu diesem Baukasten mitteilen. Denn ich habe ja selber einen X-Ray T4 und der ist schon relativ alt, das ist der 2017er, aber ja, viele Sachen sind ja gleich. Ich fahre doch noch relativ oft Tourenwagen, ich bin auch schon im Wettbewerb Tourenwagen gefahren, nur nicht sehr erfolgreich, würde ich mal sagen, aber es macht halt trotzdem Spaß, damit zu fahren. Und jetzt schauen wir uns das Fahrzeug mal an. So, zunächst einmal muss man ja sagen, dass die größte Änderung am T4 im letzten Jahr gemacht wurde. Der Motor ist von hinten in die Mitte gerückt. Das ist erstmal optisch eine große Änderung. Ich meine, der Motor ist sehr, sehr schwer im Vergleich zu anderen Komponenten und rein theoretisch liegt er ja in der Mitte auch richtig. Außerdem bieten die Strecken oft so viel Grip, dass man halt hinten auf der hinteren Achse nicht dieses zusätzliche Gewicht benötigt und es daher in der Mitte wahrscheinlich besser aufgehoben ist. Die größte Änderung war aber eher unsichtbar. Denn es gab längere Schwingen und die Schwingenhalter sind nach innen gerückt. So, und das ist ein Punkt, den man sich so ein bisschen bei Automatics, denke ich mal, abgeguckt hatte. Denn der Automatics ist ja ein unheimlich erfolgreicher Tourenwagen, der wohl sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten erzielt. Und das wohl durch die langen Schwingen macht. So, und da ist X-Ray dann jetzt nachgezogen, im letzten Jahr. Und ich denke mal, da gibt es performance-technisch auch keinen Unterschied mehr zwischen Automatics und X-Ray. Und mein Kumpel Nils, der sehr, sehr viel Tourenwagen fährt und seit langer Zeit Automatics hat, hatte sich doch tatsächlich dann den X-Ray T4 2020 geholt. Naja, es ist halt insgesamt einfacher. Ne? Es ist ein klassischer Tourenwagen mit Dämpfer und der Schwerpunkt ist auch so niedrig, weil die Dämpfer mittlerweile so kurz sind, dass jetzt der Automatics dadurch seine liegenden Dämpfer eigentlich auch kaum noch Schwerpunktvorteile hat. Aber gehen wir mal zu dem neuesten Modell, dem T421. Und da sind wir hier auch schon beim Chassis. Denn es wurden einfach die Löcher weggelassen für die kürzeren Schwingen. Das macht ja auch Sinn. Es gab wohl beim 2020er noch beide Möglichkeiten. Da konnte man dann auch die alten Schwingen montieren. Aber wofür? Ich meine, wenn die längeren Schwingen in jeglicher Hinsicht besser sind, ja, dann macht man nur unnötige Löcher in das Chassis, weil es eh niemand benutzt. Und da steht ja auch, für bessere Haltbarkeit lässt man die dann einfach weg und man hat nur noch die Löcher für die langen Schwingenhalter. Das ist absolut sinnvoll. Und jetzt gibt es wirklich was Tolles. Es gab jetzt beim 2020er zum ersten Mal die Wahl, dass man einmal das Carbon-Chassis, was X-Ray hier immer Graphit nennt, oder das Aluflex-Chassis zu nehmen. Denn es hat sich einfach durchgesetzt, dass man auf Teppich ein Alu-Chassis fährt. Es flext weniger, auf Teppich hat man so viel Grip, das Auto darf nicht so viel Flexe und noch mehr Grip dadurch aufbauen. Man muss den Grip rauskriegen, sonst fährt es viel zu eckig und man hat nur Kippen in der Kurve. Und man musste natürlich immer das Chassis extra kaufen und das Chassis liegt, ich glaube, so ein Alu-Chassis bei über 100 Euro locker bei X-Ray. Und die Autos sind ja so schon teuer genug. Da hatte man also ein
Carbon-Auto gekauft und direkt auf Alu umgerüstet. Macht keinen Sinn, die Hersteller sind dazu übergegangen, dass sie zwei Varianten anbieten. Macht X-Ray seit 2020 auch und jetzt für die 21er Version bieten sie sogar drei Varianten an. Finde ich hervorragend, denn dieses Alu-Solid-Chassis würde ich für dieses Megadrom in Haslo nehmen, weil da ist so viel Grip, wenn man da drüber geht, dann kleben die Schuhe schon an der Strecke und da braucht man wirklich nicht mehr viel Flex. Deshalb hat man die Option jetzt auch. Und jetzt in Ahlerstedt zum Beispiel, wo ich auch manchmal fahre, da ist so auch schon relativ viel Grip. Da könnte man aber so ein Aluflex nehmen, weil die Strecke sehr eng ist. Man hat Grip, aber man kann durchaus noch ein bisschen mehr Grip durch das Chassis generieren. Naja, und das Graphit- oder Carbon-Chassis funktioniert halt draußen. Wenn man da auf Asphalt fährt, da ist die Strecke zum Beispiel im Megadrom, ja, hat nicht sehr viel Grip und da braucht das Auto da entsprechend viel Flex, was durch so ein Graphit-Chassis dann erzeugt wird. Man kann natürlich auch auf Teppich damit fahren, also das ist kein Problem, wenn nur auf Rundenzeit und Wettbewerb geht, dann sollte man natürlich hier in diese Richtung gehen, weil man dann sich sonst gegen lauter Autos betteln muss, die so ein Alu-Chassis haben und damit dann doch Vorteile haben. Hier hat man dann Anpassungen an dem ja, Motormount gemacht. Man sieht das hier, Position für Alu-Fan-Mount. Scheint neu zu sein. Das ist natürlich sehr gut, dass man hier den anschrauben kann, denn diese Lüfter halten halt nicht sehr gut, wenn die nur geklebt sind. Bei Onroad geht es noch, bei Offroad geht es gar nicht. Aber es ist einfach schöner, ne, wenn man das fest anschrauben kann. Sie hätten natürlich auch diese Mount dafür mitliefern können. Ich glaube, das sieht jetzt so aus, dass der nicht dabei ist. Das ist schade. Aber immerhin bieten sie hier ein Loch an, wo man den dann sehr gut befestigen kann. Sie haben da hier sogar noch, hier unten, so ein Kugellager laufen, wo dann der Riemen rüber geht. Denke ich mal, dann schlackert der nicht so. Ja, nice to have. Aber das Wichtigste ist hier, dieses T-Brace. Das war beim 2020er nicht dabei. Das musste man extra kaufen. Und es wurde mir immer gesagt, man muss das haben, weil sonst fährt er nicht. Das ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt, aber er dreht sich zu stark ein, er ist zu aggressiv. Und dieses T-Brace beruhigt das Auto. So, und das haben die jetzt auch mit da in den Karton gelegt, was sehr, sehr gut ist, denn das Auto ist so teuer, da kommen wir später nochmal zu, es sollte auch wirklich dann komplett sein. Und wenn sich herausstellt, dass wirklich jeder mit diesem T-Brace fährt, dann gehört es auch dazu. Und das ist jetzt dabei. Das ist also sehr, sehr gut. Hier sieht man dann nochmal dieses, was X-Ray ja in jedem Auto hat. Sie spielen sehr viel mit den Flex-Settings. Kurz, das Auto, das Chassis selber ist ja die fünfte Feder. Wir haben die vier Stoßdämpfer mit den Federn. Lassen wir mal das Öl außer Betracht. Das ist ja nur, damit sich die Feder nicht aufschwingt und sich dann wieder beruhigt. Sprechen wir nur über die Feder, darüber können wir das Setup machen und die fünfte Feder ist wirklich das Chassis. Und egal, ob wir jetzt das Carbon-Chassis oder eines der Aluminium-Chassis haben, man kann es dann zusätzlich nochmal versteifen, indem man hier mehr Schrauben reindreht oder man macht es halt weicher, erzeugt so mehr Grip und lässt dann Schrauben weg.
Das ist auch eine schöne Option. Ich denke mal, das merkt man auch, wenn es so um Haslo geht im Megadrom. Wahrscheinlich hier alles drin. Muss man da mal gucken, muss ich mal darauf achten, wie die Kollegen dann ihren T421 fahren. Wäre mal ganz interessant. Ja, hier sieht man das, was ich eben gerade erzählt hatte. Hier ist das TWS nochmal extra aufgelistet. Und hier steht es jetzt auch, ist nun im Baukasten mit drin. Das TWS selber bietet dann auch nochmal unheimlich viele Optionen für das Flex-Setting. Ja, von ganz soft, komplett ohne Brace, bis alle Schrauben reingeschraubt. Man kann sich hier also setup-technisch nur über diese ganzen Flex-Charakteristiken unheimlich gut austoben an dem Auto. Gut, das Topdeck ist ja auch ein Element, was den Flex verändert. Sie bieten auch wieder zwei an. Eins in 1,6 mm, das ist optional, und das dickere ist das 2 mm. Natürlich, wenn es dünner wird, flext das Chassis mehr und erzeugt dann mehr Grip. Und es gibt hier leichtere Anpassungen. Die Fahrer und Designer werden das schon ausgetestet haben. Ja, hier sieht man nochmal die sehr schönen Bulkheads, die schwarz eloxierten Aluminiumteile. So, und das ist auch ein schöner Punkt. Das hatte jetzt zuerst der neue Mugen MTC2. Aber diese X-Way-Lösung ist recht pragmatisch, aber eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Denn was soll dieser Steg hier? Steht da halt Body-Stop-System. Das Problem ist, die Karosserien gehen ja unheimlich flach über das Rad, und wenn es einfedert, dann schabt das Rad hier innen an der Karosserie, an dem Body. Und dann geht natürlich die Farbe ab. Und ich habe dann zum Beispiel bei mir immer noch so hauchdünnes Klebeband da gemacht, um das so ein bisschen zu schützen. Aber naja, das ist halt hier so ein 3D-Gebilde hier so rum, und dann kriegt man auch nicht alles, und dann schabt sich der Lack ab, und meistens hat man ja recht helle Farben und dann sieht man das so, und dann sieht es hässlich aus. Und das Einzige, was die jetzt gemacht haben, ist, dass hier so ein Steg hochgeht, den man dann auch noch in der Höhe einstellen kann, passend, weil es gibt ja noch durchaus ein bisschen unterschiedliche Reifendurchmesser, nicht viel, aber es kann sein, dass es das natürlich gibt, je nachdem, welche Marke man da fährt, und kann das dann anpassen, und dann liegt die Karosserie hier auf und schabt dann nicht an dem Rad. Naja, beim Mugen ist es noch eleganter gelöst. Da geht hier so ein Aluminiumteil so praktisch noch über das Rad. Da muss das Rad natürlich auch, darf es nicht größer sein. Gut, die meisten haben ja den gleichen Durchmesser, aber das ist eine pragmatische Lösung, und das ist auch sehr, sehr, sehr schön, dass der neue T4 das hat. Auch hier, ich bin einfach erstaunt. Also plötzlich sind diese Sachen dabei, die selbstverständlich eigentlich sind, aber man musste immer alles extra kaufen. Ja, dass man hier diesen Akkuhalter hat aus Carbon, der hier rumgeht, das ist sehr schön, mit diesem einstellbaren Akkustops und dieses Schnellclip-System. Ja, das dreht man hier um. Das hat jetzt neue X-Way XB4, und er hatte schon letztes Jahr der XB2 ja auch dieses System. Und das wenden sie jetzt hier auch beim Tourenwagen an. Dann braucht man halt nicht mehr dieses Akkutape. Das scheint auch ein echtes Auslaufmodell zu sein. Es gibt jetzt immer mehr Lösungen, wo man das nicht mehr braucht. Und insgesamt, die Fahrer mögen das auch nicht. Also mir ist es egal. Ich komme damit eigentlich klar mit dem Tape. Hält auch relativ lange. Aber naja, es ist schon schöner, wenn man da so ein System hat. Und das geht halt super schnell. Und es funktioniert ja auch. Es geht nicht während der Fahrt auf.
Von daher sehr, sehr schön gemacht. Noch etwas. Sie haben hier tatsächlich diese Akku-Backstops verbaut. Sensationell, dass Sie diese Teile da reinlegen. Also ich habe ja, meiner ist zwar schon alt, den T417, und da musste ich dann selber so Schrauben reinbringen. Da waren zwar Löcher da, dass der Akku halt hier festsitzt und fixiert ist, aber man musste sich da selbst behelfen, was ja albern ist, ne? Das gehört halt einfach dazu. So, und das ist jetzt hier auch dabei. Und ja, auch, wie gesagt, lauter gute Sachen. Und noch etwas, dieses Teil hier verstärkt den oder lehnt praktisch diesen Frontbumper-Halter an das Chassis an. Hier sieht man das, weil sonst ist hier diese Lücke. Und ich hatte ein Video gesehen von, ich glaube, RC in Peace oder wie der YouTuber heißt, der macht so tolle Bildvideos. Und der hatte den T4 2020 gebaut und dann so ein tolles Video von gemacht und dann gefahren. Und am Ende zeigte er, wie hier das Chassis durchgebrochen ist. Mist, neuer T4. Ja, weil einfach dieses Teil fehlte. Und das hatte mir ja auch schon welche gesagt. Ja, das braucht man auch noch, zusätzlich zu dem T-Brace, was ich eben erzählt hatte. Und jetzt ist es halt dabei. Also, es gehört auch dabei, aber immerhin, sie haben es jetzt gemacht und. Ich sag mal, das ist sehr positiv. Hier gibt es noch eine kleine Änderung. Hier hat man jetzt diese Fixation Pins, würde ich die mal nennen, reingesetzt, oder Centered Pin, dass der nicht nur gehalten ist durch die beiden Schrauben, sondern zusätzlich noch durch diese selbstfixierend, durch diesen Pin, ist dann deutlich einfacher zu montieren. Ich denke mal, es sitzt auch noch besser im Chassis und das hat auch nur Vorteile. Ne? Hier hat man noch mal etwas an der Lenkplatte geändert. Da möchte ich jetzt im Detail nicht drauf gehen. Das haben sich die Fahrer und die Ingenieure von X-Way da mit Sicherheit irgendwie was erarbeitet. Die testen ja immer pausenlos alles durch. Was mir hier nur auffällt, ist, dass das Teil jetzt auch in Schwarz ist. Und das war auch noch so ein Part beim 2020er. Das war fast also zum ersten Mal alles in Schwarz eloxiert ist, bis auf so ein paar Teile. Und da dachte ich auch, ach, die hatten sie noch, die konnten sie noch nicht ändern. Und jetzt ist auch alles in Schwarz. Auch erstaunlich vorne diese Steel Out Drives. Das stimmt auch, die gab es tatsächlich noch nicht serienmäßig, weil die habe ich nämlich auch bei meinem 17er und der hatte ich ja Gebrauch gekauft und der Vorbesitzer hatte auch gesagt, er hatte die dann auch sofort auf Stahl umgebaut. Ist jetzt auch Standard, auch ein Punkt, den, glaube ich, jeder umgerüstet hat. Genau, die Stahl-Outdrives ersetzen die vorherigen Composite-Outdrives, sprich, die waren aus Plastik. Ja. Die anderen Autos haben das alles schon längst, also das war auch nötig, dass die da umgerüstet werden. So, jetzt hat man diese Drive-Shafts noch geändert. Das ist auch interessant. Hier steht, die sind jetzt 52 mm lang. Die waren vorher kürzer und es gibt auch anscheinend da verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für. Hier unten sieht man das dann nochmal, dass man für die verschiedenen Grip-Verhältnisse unterschiedlich lange Drive-Shafts nimmt. Woher das jetzt rührt, ich weiß es nicht. Wenn ihr das erklären könnt, in drei Sätzen, dann schreibt es bitte unter das Video, warum das einen Unterschied ausmacht. Aber hier steht halt, diese 52 mm haben die Spec-Class Racer genommen. Das heißt, die Stock-Racer, ja. Und X-Way hatte auch immer das Auto im Prinzip, das hat man dann an dem Hauptzahnrad zum Beispiel immer gesehen, dass das immer ein Modified-Auto war. Was totaler Irrsinn ist, weil wir fährten noch Modified.
Die ganzen Rennen sind alles nur noch Stockrennen. Manchmal ist in Haslo im Megadrom mal ein Modified-Fahrer. Das sieht auch sehr faszinierend aus. Aber die meisten Wettbewerbe sind ja nur noch Stockklasse. Und die schnellste Klasse im Megadrom ist jetzt zum Beispiel 17 Halber. Aber das ist auch absolut schnell genug. Und die 17 Halber Motoren sind mittlerweile so schnell. Ja. Und da hat sich auch X-Ray hier sehr gut angepasst. Dann das in den Baukasten gelegt, was auch am meisten gefahren wird. Noch ein Punkt. Die Federn. Jeder fährt beim X-Ray vorne 2,5 bis 2,8. War nicht im Baukasten drin. Steht hier auch. Man hatte immer 2,5 vorne hinten. Das fährt doch keiner. Niemand. Es wird genau immer 2,5, 2,8 und hinten 2,6 oder manchmal vielleicht auch 2,7 gefahren. Das hat ja einen Grund. Ich kann euch den Grund nicht erklären. Man muss es ja auch nicht wissen, warum es da so schnell ist. Aber wenn es doch jeder fährt, dann sollte es auch im Baukasten sein. Und das macht X-Ray jetzt auch. Plötzlich ist wirklich dieser Baukasten komplett. Und hier, das hatte ich eben schon angesprochen, sie haben jetzt auch die letzten orangefarbenen Teile eliminiert und jetzt ist er komplett in Schwarz. Es ist so Mode, ne? Man möchte das, die Regler sind alle schwarz. Es haben zum Beispiel, das LAP ist ja auch sehr beliebt als Regler bei Tourenwagen und Nossram ist ja baugleich, die hatten nur den Flow nicht in Blau, sondern in Schwarz gemacht. Und da haben tatsächlich unheimlich viele einfach den Nossram-Regler gekauft, weil er schwarz ist. Ja, das war im Prinzip, ist der genauso wie der LAP-Flow-Regler, der immer blau ist. Aber die Leute wollen wirklich diesen, ja, Stealth-Look. Mir ist es egal. Meine Autos sehen eh immer doof aus, weil die Verkabelung so bei mir so wild aussieht. Ich sage ja, da kommt ja eine Karosserie drüber, sieht man doch dann eh nicht. Ne? Aber ja, das Auge fährt halt mit und die meisten Leute finden das wirklich toll. Ich muss auch sagen, es sieht cool aus. Es fehlt natürlich so ein bisschen das Eigenständige, weil dieses Orange war sehr eigenständig. Aber Yokomo ist ja auch von dem Dunkelblau weggegangen zu Schwarz und man sieht es ja auch gerade bei Yokomo, da die Automatics ist komplett schwarz, sieht schon cool aus. Ja, das sind die Neuerungen, also Feinheiten, die sehr sinnvoll erscheinen. Man hat hier nochmal die Standard-Sachen aufgelistet, die schon die 2020er-Version hatte. Hier kann man nochmal über das Topdeck Flex einstellen, indem man das mit dem Motormount fixiert. Ja, das Gear Differential kennt man. Hier sieht man, wie das Hauptzahnrad befestigt ist. 110er, das ist auch, ich glaube, kann man was mit anfangen. Sollte auch so ein sinnvoll sein für Stock Racing, aber das muss man dann immer, es ist ja immer unterschiedlich. Ne? Da muss man gucken, welche Übersetzung erlaubt ist. Im Megadrom war 17,5 mit, wenn man den Matchmore-Motor gefahren ist, mit 5,5, beim anderen Motor mit 5, aber ist jetzt, glaube ich, standardmäßig auf 5,0 runtergesetzt. Naja, das muss man sich dann immer selber angucken. Die Bulkheads sind jetzt nicht neu, die wurden letztes Jahr hier schon erleichtert. Man hat hier auch mal diese völlig unnötigen Löcher entfernt. Ich glaube, hier gab es immer drei, die dann eh niemand benutzt hatte. Und jetzt hat man hier noch zwei Möglichkeiten. Ne? Das ist dann auch irgendwann einfach Quatsch und zu viel Setup und eine Option, die niemand benutzt. Was hier, ein Negativpunkt habe ich jetzt aber doch, weil die Lenkung, da benutzen sie immer noch Plastik. Und die meisten ändern ja auf Aluminium, Lenkhebel. Der Witz ist, das ist jetzt nicht nur etwas, was die Haltbarkeit verstärken soll, sondern der Lenkausschlag ist mit der Aluminiumlenkung, weil diese Stege dünner sind als bei dem Plastik,
auch ein bisschen größer. Also ist das auch ein Performance-Vorteil und die haben die meisten drin. Aber ich glaube, dieser Lenkhebel wurde auch nie irgendwie überarbeitet. Also wenn ich das jetzt, wenn das Quatsch ist, dass es hier jetzt einen super neuen Lenkhebel gibt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Aber ich denke mal, das ist schon seit vielen T4s der gleiche. Und wenn man den natürlich in einem Auto hat und dann das nächstes Jahr das neue Auto kauft, dann kann man den natürlich übernehmen. Aber wie das so ist bei X-Ray, gerade die Aluminiumteile sind halt relativ teuer. Und ich habe zum Beispiel nie nachgerüstet, ne? Ich habe immer nur die Plastiklenkhebel benutzt und sie sind auch nie kaputt gegangen. So, die Steering Blocks, da gibt es eine neue Option, dass man die jetzt auch aus Aluminium haben kann. Okay, gut. Interessanterweise für Asphalt eine Option. Sehr interessant, kann ich nicht so viel zu sagen. Weiß ich nicht, ob das viele Racer nachrüsten. Ich denke mal, wenn man auf ganz hohem Niveau fährt, da hat das bestimmt irgendeinen Sinn. Aber eine zusätzliche Option. Aber bei diesem Aluminiumteil möchte ich gar nicht gucken, was der dann kostet. Aber gut, ist ja. Motorsport ist halt teuer, ne? Ja, C-Hubs, Standard. Servo-Saver ist auch immer dabei. Ich meine, die meisten benutzen ein festes Horn, ne? Können sie eigentlich weglassen oder so. Die meisten, also es ist okay, aber bei Tourenwagen kommen ja auch nicht so hohe Kräfte auf Servo. Und ich habe ihn auch immer noch drin, aber eigentlich, naja, nimmt man da so ein Alu-Servo-Horn im Wettbewerb. Das ist eine tolle Seite, finde ich super, dass sie das mal gezeigt haben. Die Dämpfer, die sind ja im Laufe der Zeit immer kleiner geworden. Und hier sieht man mal beim X-Ray T1, der erste Tourenwagen, wie gigantisch hoch die waren. Ich meine, das sind ja Offroad-Dämpfer. Das ist ja der Wahnsinn. Und sie sind halt immer kleiner geworden. Ich hatte auch mal einen T3, das waren ja auch noch im Vergleich Riesendämpfer. Aber ein tolles Bild vorne. Genauso der X-Ray T1. Wahnsinn. Also die hinteren Dämpfer waren bestimmt so lang, wie sie heute vorne bei Offroad sind. Sensationell. Hier sieht man dann auch nochmal den Vergleich der Dämpfer. Hier sieht man jetzt auch, dass der auch komplett in Schwarz gehalten ist. Dann dieses ARS-System. Ja, das war jetzt zum Beispiel bei meinem Fahrzeug noch dabei. Ich glaube, beim 2020er hatte man es dann wieder weggelassen. Bis zum 19er, glaube ich, war es auch immer noch dabei. Da konnte man das dann umbauen und hatte hier diese praktischen Lenkhebel hinten. Und was das halt bewirkt, das ist halt eine Toe-in-Toe-out-Änderung. Also die Vorspur ändert sich aktiv. Da die meisten nur auf Teppich fahren, habe ich das nie gesehen, dass es einer eingebaut hatte. Ich glaube, das braucht man auch nur in wenigsten Fällen überhaupt. Und das war halt serienmäßig. Da hätten sie lieber die Alulenkung oder so dazulegen sollen. Und ganz, ganz wenig wird es, glaube ich, benutzt. Also ich habe es wirklich noch nicht gesehen und ich weiß auch nicht, ob man sich damit ein Setup gefallen tut, wenn man sich da sowas reinbaut. Vielleicht brauchen es die Profis mal auf irgendeiner bestimmten Strecke. Aber es ist jetzt nur noch eine Option und das ist super. Weil den Kram, den können sie wirklich weglassen. Ja, das ist Standard. Dann kann man hier diese Bushings in den Suspension Holders, wo man die Anordnung der Schwingen ändern kann, sprich Rollzentrum und die Vorspur ändern kann. Ja, die gibt es natürlich auch noch in unterschiedlichem Material dann. Die Graphit sind dabei. Es gibt dann noch härtere. Wenn das hart härter ist als das Graphit, das sollte es eigentlich sein. Man sieht das so ein bisschen am Kunststoff, dass der Graphit so ein eher gräuliches hat. Und naja, gut.
Da geht es halt sehr, sehr ins Detail, ne? Wenn man dann Setup macht und noch über die verschiedenen Schwingen hier. Ja, Rear Drive Shift, Standardtechnik. Also generell bei diesen Drive Shifts, was mich hier stört, ist, dass es hier keinen Sicherungsring gibt. So fast alle Autos, also mir ist kein anderes Auto außer dem X-Ray bekannt, der das hier mit dieser kleinen Madenschraube sichert. Und normalerweise ist es so, dass klar, es gibt so eine Sicherung auch bei anderen Herstellern, aber dann geht da nochmal so ein Metallring drum. Und dann fliegt dieser Pin nicht raus, weil wenn sich diese Madenschraube löst, dann löst sich der Pin und dann hat man die Einzelteile auf der Strecke liegen, ne, und kein Vortrieb mehr. Diese Lösung finde ich nicht schön, aber naja, Schraubensicherungslack, ne, nutzt ja alles nichts. Ja, die Standard Radhalter für hinten, nichts Neues. Wheel Hubs, gut, gibt es auch verschiedene Optionen. Bodypost hatten sie auch schon. Letztes Jahr oder sogar schon vorletztes Jahr, dass man die hier nochmal vor und zurückschieben kann, weil wie die Karosserie montiert ist, weiter vorne, weiter hinten, das hat natürlich auch nochmal Einfluss auf die Aerodynamik und damit auf das Setup. Wenn sie weiter vorne ist, ist der Überhang natürlich vorne höher, der Hebelarm zur Achse wird größer und dadurch hat er mehr Abtrieb vorne. Ne? Das ist auch nicht neu. Klar gibt es hier wieder diese Tuningteile aus Aluminium, aber gegen diese Plastikhalter in dem für die Kugellager in den Bulkheads spricht eigentlich nichts. Damit kann man die Höhe gut einstellen und die Spannung des Riemens auch. Ne? Ja, Anti-Roll-Bars habe ich bei meinem X1 schon auch schon so, dass der jetzt kugelgelagert ist. Das kam ja mal vor einiger Zeit. Das wünsche ich mir eigentlich auch mal bei Offroad, dass sie damit anfangen beim XB4 und XB2. Da wird er nämlich noch normal so eingespannt. Die Technik ist ja da, die funktioniert super. Und das wäre wirklich mal eine schöne Option. Ja gut, dann schauen wir mal auf das Wichtigste, den Preis. Wir wissen ja, X-Ray ist da so ein bisschen höher eingepreist. Und hier bei RC Kleinkram steht da natürlich schon drin, in allen Varianten. Jetzt sehen wir Carbon, Aluflex und Alu-Solid-Version kosten einheitlich 640 Euro. Ja. Das ist nun mal so der Preis. Ne? Dieses Mal muss man aber sagen, dass man sich seine bevorzugte Variante aussuchen kann. Und ich sehe da auch kein Element, was ich noch zusätzlich kaufen müsste. Vielleicht die Lenkung noch, aber sonst ist ja dieses Mal komplett. Und das ist halt der Punkt. Der 2020er war da nicht komplett. Und der kostete, ich glaube, auch schon so den Dreh, ne? Von daher, es ist halt sehr teuer. Aber komplett. Und der Vorteil ist natürlich Ersatzteile. Das wird wirklich in Europa gefertigt. Und daher sind alle Ersatzteile hier immer verfügbar. Die produzieren bei sich in der Slowakei. Selbst wenn ein Teil nicht auf Lager ist, man kann das bestellen. Die Händler, die kriegen das dann wieder. Und das hat natürlich einen Vorteil. Und im Megadrum gibt es halt sehr viele Ersatzteile für X2 ebenso, weil Lars hat da ja einen kleinen Shop und wenn dann an der Strecke was kaputt geht, dann ist die Chance auch hoch, dass das entsprechende Teil auch verfügbar ist. Und noch ein Punkt, das Auto fahren sie ja alle. Ne? Ich sage jetzt nicht alle wirklich. Es gibt, was auch schade wäre, wenn es überhaupt keine Vielfalt mehr gäbe und jetzt alle den X-Ray T4 fahren, aber die Mehrheit fährt natürlich den X-Ray T4 aus bekannten Gründen. Und man weiß natürlich, dass das Auto auch funktioniert. Es ist ja einfach so. Man stellt das hin, es fährt. Natürlich muss man nochmal im Detail Setup machen. Man muss an seinem Fahrstil ändern. Es gibt unheimlich viele
Tricks, gerade bei On-Road, die man erstmal kennen muss, damit man wirklich auf eine gute Performance kommt. Aber trotzdem, das Auto fährt einfach, weil die wissen halt, was sie tun. Können uns ja mal andere Autos angucken, weil jetzt RC Kleinkram hat halt sehr, sehr, sehr viele. Da gucken wir mal zum Beispiel hier der aktuelle Tourenwagen von Serpent. Die sind ja auch wieder auf ein konventionelleres Design gegangen. Den gibt es auch mit Alu- und Carbon-Chassis. Liegt auch bei 550. Und Serpent, puh, selten, ne? Ist dann schwierig, da kann man sich nicht absprechen, kann man nicht einfach so das Setup kopieren, aber ist okay, ne? Ich meine, die Marke gibt es ja doch irgendwie immer, auch wenn man es selten sieht. Aber gut, liegt natürlich dann auch bei 550, so ein bisschen günstiger eingepreist. Es gibt dann auch oft dann noch die alte Variante, die dann entsprechend runtergesetzt ist für 380, sogar hier mit Alu-Chassis. Puh, das ist dann natürlich schon ein humanerer Preis, aber hier steht dann auch, der ursprüngliche Preis war halt 550. Es ist nicht das aktuelle Auto, ne? Gut, dann gibt es so super Exoten wie Team Magic. Gut, das braucht man sich ja nicht drüber zu unterhalten, ne? Das ist halt Quatsch, so ein Auto zu fahren. Also gut, wer das unbedingt was völlig anderes haben will, ich möchte euch da nicht bremsen, aber man macht es sich halt nicht leichter. Der aktuelle Tamiya, ja, 500 €. Ich hatte ja den 419 und der war da im Angebot, ich glaube 400 oder so, da ein bisschen drüber, mal bei Tamiko. Katastrophe. Also, das war halt ein Auto, das fuhr irgendwie einfach furchtbar. Da hatte ich überhaupt kein Gefühl für und dann hatte ich den schnell wieder verkauft und den X2X1 gekauft und dann später den gebrauchten X2T417. Und man sieht halt auch diesen Unterschied. Ich habe den T17, da war noch viel falsch eingestellt, weil der Vorbesitzer auch Anfänger bei Onroad war. Und da bin ich aber trotzdem damals schon das Auto gefahren auf der Strecke in Hasefeld und der fuhr einfach. Und er musste nicht mal gut eingestellt sein, was natürlich hilft, wenn er gut eingestellt ist, aber er fuhr einfach. Und der THF, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob die das noch weiter verfolgen. Die haben keine Teamfahrer mehr. Das Auto wird ja irgendwie so ein bisschen in der Versenkung verschwinden. Es gibt auch viele Kommentare zu dem Video, wo ich das Auto, den TRF 419, so schlecht gemacht hatte und gesagt, ja, gib dem doch mehr Zeit und so. Aber genau das ist der Punkt. Ich fahre ja viele Klassik mehr und RC-Sammler und meine Hauptrennklasse ist auch Offroad. Aber ich fahre auch gerne Onroad, weil hier in der Nähe die Bahn ist, in Eilerstedt und es macht einfach Spaß. Aber dann kann ich mich nicht mit einem Auto so unheimlich megamäßig viel beschäftigen. Ich will da einfach Spaß mit haben und es soll fahren. Ja, das ist halt dann der Unterschied, ne? So, und dann gibt es hier viel Klimbim. Und haben wir dann noch einen, da kommt noch was, der ARC. Ich denke mal, der funktioniert auch gut. Den R12, das sollte der aktuelle Baukasten sein, der ist auch mit 460 eher günstiger eingepreist, das ist ja schon ein Unterschied zu 640. Der hatte jetzt ja Addicted RC ein Vorstellungsvideo gemacht, wo er mit dem Auto dann im Megadrom in der VTA, in der Vintage Trans M-Klasse fahren will. Die ist natürlich relativ langsam, die Klasse, und dafür reicht so ein Auto natürlich allemal. Ich glaube, und mein Kumpel Daniel, der hat den Vorgänger gekauft, ich glaube den R11, der ist auch sehr zufrieden mit dem Auto. Es gab ein fehlerhaftes Teil, das wurde dann aber ersetzt von hier Kleinkram. Da konnten die auch nichts für, das war irgendwie ein Fertigungsfehler. Der Zusammenbau war, glaube ich, nicht so besonders schön, weil X-Ray-Zusammenbau, ja, da funktioniert eigentlich auch immer alles, ne? Aber dafür ist der natürlich auch viel günstiger eingepreist. Der aktuelle Schumacher, auch ein sehr interessantes Auto, ist auch sehr teuer, bleibt unter der 600-Euro-Marke, funktioniert bestimmt auch gut, ist aber natürlich auch ein Exot auf der Strecke. Aber ist ein nettes Auto, sondern nur die Frage, ob man sich das dann für 570 € einen Exoten ins Haus holen will.
Sehr interessant finde ich ja den Mugen MTC 2. Das wird interessant, denn der Mugen MTC 1, hier steht da, der ist jetzt für 300, das war ja ein Flop. Das Auto sieht wunderschön aus, es hat tolle Details, aber es funktionierte einfach nicht. Und mit dem MTC 2 langsam haben sie jetzt ganz viel geändert. Und das Interessanteste ist natürlich, sie haben Ronald Völker als Fahrer von Yokomo abgeworben. Das heißt, Ronald Völker war ja immer mit Bruno Coelho von X-Ray auf Augenhöhe. Jetzt wird es interessant. Jetzt fährt er den Mugen. Und ist er dann immer noch genauso gut? Oder fällt er ab? Dann ist es natürlich schlechte Werbung. Ist ein hohes Risiko. Oder er wird sogar noch besser. Und da muss man mal abwarten, wie dann dieser MTC2 einschlägt. Ist dann aber auch sehr hoch eingepreist. Nur 630 Euro für ein Auto, wo man mal noch mal abwarten muss, wie gut er dann performt. Alles meine persönliche Meinung. Also, ja, wenn ihr den schon habt und sagt, das beste Auto aller Zeiten, auch schreibt mir das gerne in die Kommentare, ich nehme das gerne auf. Meine Eindrücke sind das, was ich aus dem Megadrom in Hasso habe oder hier in Ahlerstedt, wo es extrem X-Ray-lastig natürlich auch ist. Automatics, ein sensationelles Auto, natürlich sehr komplex, hat andere Radaufhängungen, hat andere Dämpfer und ist einfach ein wunderschönes Auto, aber niemals irgendetwas für einen Anfänger. Niemals. Da muss man einfach erfahren sein. Man muss allein das Set, ohne Setup-System geht es gar nicht. Gut, das sollte man bei Tourenwagen, glaube ich, generell mittlerweile haben. Aber man braucht sogar noch Spezialteile für das Setup-System, weil man die Achse, die Vorderachse, Radträger, der schwebt ja praktisch so zwischen den Aufhängungen. Und wenn man an den Turnbuckles dreht, dann ändert sich nicht nur der Sturz, sondern auch wie das Rad, wie die gesamte Achse steht. Und das bedarf halt wirklich Experten oder Leute, die sich da schon länger mit beschäftigen. Entsprechend teuer, aber ein faszinierendes Auto, eine faszinierende Marke, weil die machen einfach alles anders als die anderen Marken. Yokomo. Da, wo Völker jetzt weggegangen ist, das war ja schon die Speerspitze. Da muss man mal abwarten, wie sich das bei denen entwickelt. Traditionell natürlich auch hoch eingepreist, aber bestimmt ein gutes Auto. Dem Auto war halt Ronald Völker immer auf Augenhöhe mit den X-Ray-Leuten und hat Rennen gewonnen. Ich weiß nicht, wie es dann für den Privatfahrer ist, weil das kann natürlich sein, dass das Auto sehr spitz zu fahren ist. Tendenziell würde ich mal sagen, es funktioniert bestimmt. Das kommt ja auch immer auf Setup an. Aber ich möchte mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, der ist gut, schlecht. Er ist halt auch sehr teuer und ein bisschen unter dem X-Ray eingepreist. Aber eine etablierte Marke halt. Und jetzt kommen wir hier zu meinem Liebling, Express. Ich bin mal vor kurzem das Vorgängermodell gefahren, das hat Nils und da bin ich draußen gefahren und es fuhr einfach wirklich toll. Also dass die Autos funktionieren. Der kommt jetzt natürlich nicht mit Alu-Chassis, den gibt es nur in der Variante mit Carbon-Chassis. Dann gibt es halt hier noch diese abgespeckte Variante, aber die lasse ich jetzt mal außer Betracht, weil das ist dann nicht als Wettbewerbsauto gedacht, ne, sondern so wirklich als reines Anfängerauto. Das Spaßauto hier mit Carbon-Teilen und Carbon-Chassis 360 Euro unschlagbar eingepreist. Würde ich mir im Moment holen, weil ich sagen wir mal bei Tourenwagen Spaßfahrer bin oder vielleicht VTA fahre. Dafür reicht er bestimmt allemal. Und der Clou ist, dass hier unheimlich viel X-Ray-Teile passen. Also die sind ziemlich kompatibel. X-Ray hat jetzt bestimmt nicht bei Express abgeguckt, aber man hat so eine Ahnung, an welcher Marke sich Express hier orientiert.
Und das ist wirklich ein tolles Auto, denke ich. Wie gesagt, ich bin sogar den Vorgänger mal gefahren und es ist, fuhr sich super. Das war auf der Draußenstrecke auch die Carbon-Version. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich habe zu Nils gesagt, ach so ist das, wenn man mal so einen gut eingestellten Tourenwagen hat für draußen, weil ich habe ja nur immer alle Chassis unter meinem X24 und fahre den ja nicht draußen. Und ich habe halt draußen so in Erinnerung immer nur glatt, man kann überhaupt nichts machen und es fährt sich schrecklich. Aber das fuhr sich halt wirklich gut. Naja, und der ist halt dann auch preislich einfach weit unter allen anderen. So, ich schweife ab. Das war halt mal so ein Überblick über die Konkurrenten des X24. Ich finde, X-Way hat hier wirklich einen guten Schritt gemacht. Das Auto weiß man, es funktioniert super. Es ist einfach unheimlich schnell. Ich habe das ja auch bei Marc gesehen. Er hat die Geometrie, es ist ja nichts groß anders gemacht. Es sind ja Feinheiten. Es ist einfach jetzt ein kompletter Baukasten. Man muss die Teile nicht mehr zusätzlich kaufen. Und es ist wirklich schnell. Und diejenigen, die dieses Modell kaufen, haben bestimmt auch sehr viel Spaß daran. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, darüber freue ich mich natürlich sehr. Und wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, denn ich mache immer wieder neue Videos. Ich habe eine große Sammlung an RC-Cars, die auch regelmäßig fahren. Und vielleicht hört hier auch irgendwann der Lockdown wieder auf, dass ich auch mal wieder auf die Strecke gehen kann mit meinen Autos, denn da gibt es auch immer wieder Neuigkeiten und die möchte ich natürlich dann auch ausprobieren. In diesem Sinne, bis dann, bye bye.